Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie uns eine Show, die keine Sau schaut, in der eine Oma vorkommt und die nicht auf Otschalk Live endet. Und hier kommt die Top-Antwort. Und dann geht der Anfang von der Show los. Ist doch tierisch. Das ist gar nicht mehr. Werner Schulze, Erde ist zu Gast. Und die einzige Idee, die ihr beiden habt, ist, dass wir jetzt Familienduell spielen. Ja, ist doch witzig. Wollen wir vielleicht noch ruckzuck spielen? Ja, klar. Ja, sicher, hier. Anders. Hey. Nochmal. Was hat er denn? Keine Ahnung. Ich fand das lustig. Ich auch. Ja? Also von mir aus ganz jetzt losgehen. So, wir haben jetzt... Meine Damen und Herren. Der erste Gast ist da. Er ist ein Held unserer Jugend. Er ist einer der größten Idole, das man haben kann. Er ist ein Showmaster ARD. Es gibt 1000 Fragen und er ist die richtige Antwort darauf. Hier ist Mr. Sir Werner Schulze Erde. There's no business like show. Ihr kennt euch ja schon, ne? Ja, wir sind halt Rennfahrer-Homies. Frage Nummer 1. Was hältst du von Schildkröten? Ich habe jetzt gerade noch eine gesehen auf einer Speisenkarte in Vietnam, ja. Ach was, du bist ein Vielreisender. Schildkröten-Hasser. Ja, High five! Nein, ich habe sie nicht gegessen. Sah so schrecklich aus. Aber. Ja, eben, da hat man ja auch Mitleid mit den kleinen pussierlichen Tierchen, nicht? Aber wir sagen erstmal, schön, dass es geklappt hat. Ja? Ja. Du bist ja wirklich ein Idol einer ganzen Fernsehgeneration. Wie viele Schulschwänzertage habe ich damit verbracht, um 11 Uhr Familienduell zu schauen? Ja. Ich habe viele bei der Schwangerschaft begleitet. Das Schlimmste, was ich aber je erlebt habe, das habe ich eigentlich noch nie erzählt, obwohl es dann live übertragen worden ist, da gab es diese RTL-Boxkämpfe in Stuttgart, Axel Schulz und so weiter. Und da war so ein VIP-Bereich, so ein Gang. Und auf einmal, ich gehe da so neben Kollegen her, mit der Kamera, Frau Ludewig und so, auf einmal schreit einer, der Werner umarmt mich und sagt, ich sehe dich jeden Tag in meiner Zelle. Abby Tooth war das. Oh, der hat einen Ausgang gehabt. Und also da habe ich auch die Leute im Knast begleitet. Habe ich auch mal gehört, dass im Jugendknast auch immer gewettet wird, wer bei Wenn nicht du, wer gewinnt. Ja. Wo hast du das denn gehört? Ja, weil da kam einer so raus aus dem Restaurant. Du standest wie immer vom Jugendknast, ne? Nee, aus dem Restaurant gesagt, ich habe 8 Jahre gesessen, aber dich kenne ich gut. Ja. Doch, also das ist durchaus interessant. Aber du hast ja wirklich Leute tagtäglich begleitet. Und nun ist es ja schon, also mir kommt es nicht so vor, aber es ist ja schon 10 Jahre her, fast 10 Jahre her, dass es Familienduell gab. Ist es denn immer noch so, dass du so zu dem Leben der Menschen gehörst? Weil wenn man jeden Tag so erfolgreich auf Sendung ist, ist man ja Teil des Alltags. Kriegst du das noch mit? Ja, ich war ja im Wohnzimmer drin. Ich gehörte wie eine Tapete dazu. Ich krieg das noch mit. Erstaunlich. Auch die jungen Leute, die das entweder über YouTube kennen, wie mein Patenkind oder so, die sprechen mich noch an. Ich bin also im Augenblick ein bisschen Weltreisender in Sachen Fernsehen dann auch. Und wenn mich dann einer anspricht, so in Neuseeland, ach, der Werner, ich dachte, sie wären schon tot. Ja. Sag, danke, ja. Aber die kennen mich alle noch. Und manchmal ist das ja im Zeitalter der Wolfisierung oder der Post-Wolfisierung, wo wir ja nichts mehr umsonst kriegen, ist das schon mal dankbar, wenn dich dann ein Hoteldirektor offenbart und sagt, ich habe bei dir in der Sendung so viel Geld verdient, du kriegst hier ein Upgrading, kriegst eine schöne Suite. Das finde ich dann toll. Ja, ja, das ist gut. Ne? Aber wie ist das denn, wenn man quasi, also es war ja auch so viel, also jeden Tag eine Sendung, ne? Und selber. Ja, so. Und ja, es war eure auch. Könnte ich nicht. Nee, ich auch nicht. Wir haben 5 Sendungen am Tag aufgezeichnet. Die Leute dachten immer, ich mache das live jeden Tag. Das kann man nicht. Nee. Aber 5 Sendungen und dann immer so viele Kandidaten. Und wir haben mal ausgerechnet, wie viele Kandidaten ich hatte. Und wie viele waren das? Über 25.000. Ach, du heiliger. Kleines Dorf. Man hat ja direkt 10, ne? Pro Ausgabe. Und ich habe ja dann 1000 Mal ruckzuck gemacht. Ich gucke gerade mal hier. Ja, können schon einige gesehen haben. Ja. Und dann... 2800 Mal Familienduell. Wenn man das so viel macht, ne? Also es gibt ja dieses Klischee, so ein bisschen, also quasi hinter den Kulissen ist Fernsehen dann gar nicht mal mehr so lustig und glamourös und man kurbelt das so ein bisschen runter. Man gerät ja in die Gefahr, wenn man 5 Sendungen am Tag macht, der so immer strukturell ähnlich abläuft, weil es ein Spielprinzip ist, dem man folgt, ja, dass man dann nur noch so an was anderes denkt und dann halt die Leute so ab Frühstück da, einen nach dem anderen. War das ein bisschen manchmal so? Die Gefahr ist groß. Vor allem, wenn du, wie gesagt, in 2 Wochen 50 Sendungen machst. Das reicht für 2,5 Monate. Du hast im August oft für Weihnachten schon aufgezeichnet.
Und es ist auch anstrengend. Also ich als bekennender Lustmensch, das sieht man mal ja auch ein bisschen so, obwohl ich nicht mehr rauche. Aber gerne mal ein Weinchen und Bier ist alles wunderbar. Bei der Arbeit gar nichts. Du bin morgens gelaufen. Da habe ich mich immer gefragt, ob man den Goldenen Werner oben abschrauben kann und das trinken kann. Aber das stimmt ja. Den haben immer die Loser bekommen, wenn sie sich verabschiedet haben. Ach so, ja, das stimmt. Das ist jetzt mein Privater, den musste ich hier hüten. Die wollen der alle klauen. Der ist nicht aus purem Gold, hat nur so einen ideellen Wert. Aber du hattest dann ja, eigentlich muss man sagen, sowas wie ein Schicksalsschlag, weil das ist ja so ein bisschen auch dein Leben gewesen, die Sendung, oder? Ich meine, dann war es von einem auf den anderen Tag so ein bisschen vorbei. Nein. Also ich hatte vorher schon, ich komme ja eigentlich vom Theater. Ich bin erst Unterhaltungsfuzzi geworden, viel, viel später. Viele ältere Kollegen, die jetzt so in meinem Alter sind, ja, denen fehlt was. Mir fehlt überhaupt nichts. Ich habe eine Aufgabe. Ich setze mich für meinen Verein ein, für meinen Förderverein. Und ich mache ja noch viel Fernsehen, aber hinter den Kulissen. Aber bei uns heute immer noch der, wie soll ich sagen, der Elder Statesman des Fernsehens, der so ein bisschen eine Art Helmut Schmidt des Fernsehens. Mit einer gewissen Distanz kannst du Sachen natürlich ganz anders sagen als jemand, der jetzt jeden Tag ran muss. Ne? Ja. Wie bewertest du denn momentan die aktuelle Fernsehlandschaft? Würdest du sagen, es geht hoch oder runter? Ist immer blöd, wenn ich als alter Sack sage, es ist alles scheiße. Aber ihr seid ja Gott sei Dank da und jetzt ohne falsche Komplimente. Armes Deutschland. Armes Deutschland, ja, auch so. Nee, ich bin ein totaler Hasser von solchen sogenannten Scripted Reality Formaten. Mülleimer aussortieren und Umzüge machen, Titten aufblasen, alles. Aber Sendung morgens schon und nachmittags, ich finde es langweilig. Ist das eine Drohung oder ein Witz oder ernst, dass du ein Comeback starten möchtest als Musicalsänger? Mal schauen. Also ich will auf jeden Fall nach vielen Jahren als Unterhaltungsfuzzi, wo ich die Fernseher lerne, ich will eigentlich wieder Theater spielen. Okay. Ja. Komm ganz weg. Weil du tust an so einem Theater, weil du bist ja auch tatsächlich einer von denen, der noch weitaus mehr Qualitäten hat. Wir hoffen insgeheim auf ein Comeback. Familienduell wäre ein schönes Comeback, mal aus Spaß zu machen, weil. Bei ZDF Neo? Ja, dann davor, damit wir einen Audience Floor haben, damit ihr endlich höhere Einschaltquoten habt. Aber wir hatten ja damals 52% Marktanteil. Also 52% Marktanteil. Was ist das denn? Das ist ja Mondlandungszeit. Ja, wir müssen morgens um 11 laufen. Das ist sehr gut. Genau, für die ganzen Leute, die nicht zur Schule gehen. Ja, das ist unsere Kernzielgruppe. Aber du bist, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, du bist ja tatsächlich auch ein Coach. Also du bist jemand, der quasi all das Wissen, was du hast, gerne weitergibt. Weil Leute wie Matthias Oppenhövel, kann man an der Stelle mal sagen, der sich auch dazu bekannt hat, dass du ihn coacht. Ja. Was ja auch nicht selbstverständlich ist im Land. Du gibst dein Wissen weiter. Ja, weil es Spaß macht. Man wird als Moderator einfach hingestellt und dann arbeitet keiner mit dir. Und in Amerika ist das ganz anders. Da sind Oscar-Preisträger, die immer noch jemand haben, die sie coachen. Und in Deutschland gibt es das nicht. Und wenn einer so viele Fernsehsendungen gemacht hat wie ich, nicht alle gut, aber 5700 Fernsehsendungen insgesamt. Die meisten gut. Ja, hab ja eine Menge gelernt. Das will ich einfach weitergeben. Und weil ich eigentlich Fernsehen noch liebe, deswegen. Was können wir besser machen? Die Zeit haben wir jetzt nicht, aber... Naja, gut, Schütze der Erde, schönste da aus, ne? So reicht es auch. Bleibt so, wie ihr seid, weil ihr seid die Hoffnungsträger. Also für mich, das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Ich muss es nochmal sagen. Darauf einen Déjà-Deng und den Goldenen Werner. Danke. Ja? So, also ich sage erstmal wirklich tatsächlich allerherzlichsten Dank für den Besuch hier in unserer kleinen, bescheidenen Idiotenshow. Ja? Großer Applaus für Werner Schütze der Erde. Jetzt! Wir müssen dich jetzt einfach sitzen lassen. Ja, ich würde ein Skandal, ne? Den wollte ich auf jeden Fall nochmal aufdenken. Setz dich ruhig nochmal, ne? Ja? Ja, wirklich, ne? Es ist, ich wollte schon rübergehen, er sitzt die ganze Zeit da drüben und wartet. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Also, er ist doch Chef, ne? Ich wollte einen TV-Skandal wollte ich nochmal aufdecken, ja? Schnipsel-TV bei Gottschalk Live, ne? Wurde ja gesagt, ne? Gottschalk Live wird zusammengeschnitten aus x verschiedenen Sendungen und das kriegt man jetzt mit. Hier mal der Tisch, ne? Wie siehst du das? Muss das sein? Nein, weil er ist wirklich ein Großer. Ich weiß gar nicht, warum er das macht. Also ich kann es nicht verstehen. Aber die schneiden quasi aus 6 verschiedenen Sendungen oder so eine zusammen und tun dann so, als wäre das live. Ja, weil sie keine Ideen mehr haben. Ja. Das ist doch hier so einfach. Man nimmt hier ein paar junge Leute, ein bisschen Jugend forscht mit den beiden. Man hat gute Stimmung und dann ist das auch erfolgreich. Aber ein bisschen Schnipsel-TV, ne, ganz ehrlich, da fühle ich mich als Zuschauer betrogen. Ne? Gut, wir gehen jetzt tatsächlich mal rüber. Deswegen, aber Herr Schulze-Erde, bleiben Sie ruhig noch sitzen. Ja? Ja. Wir gehen mal rüber jetzt zu unserem zweiten Gast. Und ansonsten wünschen wir noch einen schönen Tag. Ne? So, ja, tschüss. Viel Spaß mit den Schildkröten. Ja, danke schön. Ja, kommst du auch? Ich kenne eine gute Adresse vom Arzt. Ein Tierarzt? Ja. Ja. So.